Hallo Leute und herzlich willkommen zu meiner Hassliste für den Monat April. Wo bist du denn heute und warum zum Teufel hängt deine Gitarre an der Wand? Das, liebe Leute, ist unser Wohnzimmer und wir haben eine Gitarre an der Wand hängen. Ist das nicht cool? Es ist ziemlich cool. Das erste, was ich im April gehasst habe, ist mich selbst. Aber eine ganz bestimmte Form von mir, und zwar mein betrunkenes Ich. Im April habe ich seit Monaten mal wieder so richtig fein übertrieben und war so betrunken, dass ich das eigentlich gar nicht erzählen darf hier. Für alle unter 18 da draußen, das ist nicht schön, das wollt ihr nicht erleben. Nehmt euch auf keinen Fall ein Beispiel an mir. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, so betrunken war ich und das sagt auch schon alles. Und jetzt denken vielleicht einige, ja komm, das passiert doch mal. Aber ihr kennt mein betrunkenes Ich nicht. Ich werde extrem emotional, wenn ich betrunken bin. Und da gibt es außerdem noch mehrere Phasen. Phase 1 ist, dass ich gute Laune bekomme. Ich habe einfach gute Laune, werde laut, rede viel, tanze, habe einfach Spaß. Und das ist eigentlich die beste Phase. Von da an geht es nur noch bergab. Phase Nummer 2 befindet sich bereits im Filmriss. Daran kann ich mich also nicht mehr erinnern und bekomme es immer nur von Freunden erzählt. Und zwar ist es so, dass ich immer noch tanze, aber nur noch ich alleine. Und zwar so, als wäre ich in einer komplett anderen Welt. Und ja. Meine Freunde treffen sich dann regelmäßig auf der Tanzfläche, um mir dabei zuzuschauen. So nette Freunde habe ich. Phase Nummer 3 und Achtung, das ist die schlimmste, ist, dass ich grundlos anfange zu weinen und mich absolut nicht beruhigen lasse von niemandem. Und zwar weine ich aus einem bestimmten Grund, der kompletter Nonsens ist. Und zwar weine ich, weil ich denke, in diesen Momenten, dass ich keine Freunde habe. Und dann werde ich so traurig, weil ich ja keine Freunde habe und fange an zu weinen. Und dann trösten mich meine Freunde und sagen, Laura, natürlich hast du Freunde. Aber dann glaube ich denen nicht. Oder dann weine ich einfach weiter, weil ich so gerührt bin, weil ich so gute Freunde habe. Ich habe keine Freunde. Laura, Laura, beruhig dich. Laura, Laura, du hast Freunde, wir sind hier. Wir sind hier, du hast Freunde. Geht weg, geht weg. Ich habe keine Freunde. Wir haben dich lieb. Laura, bitte. Wirklich? Wirklich? Oh, ich habe so gute Freunde. Dankeschön. Dankeschön, ich hab so gute Freunde. Oh mein Gott, halt einfach die Fresse. Es ist ein Kreislauf des Todes. Boah, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt richtig war, das zu erzählen. Auf jeden Fall hoffe ich selbst, dass ich mein betrunkenes Ich die nächsten paar Monate nicht wieder treffen muss. Die zweite Sache, die ich gehasst habe, sind Limited Editions. Eigentlich denkt man sich ja so, ja, Limited Editions, das ist eine coole Sache, weil es einfach Sachen gibt, die es sonst nicht gibt. Und das ist meistens richtig special. Irgendwie, ich mag das gerne als Duschgels oder selbst irgendwie Tee oder Joghurt oder Schminke oder keine Ahnung. Ich mag eigentlich alles, was Limited Editions angeht, aber gleichzeitig hasse ich es einfach, weil ich dann immer denke, oh mein Gott, du musst alles kaufen davon, weil es wird es nicht mehr geben irgendwann. Oder wenn irgendwo dran steht, nur für kurze Zeit und dann gibt es das einfach doch ein halbes Jahr und man selbst denkt, oh mein Gott, ich muss es horten und alles kaufen. Und ich bin einfach so jemand, der auf diesen Marketing-Trick reinfällt und sich das Ding dann ganz oft holt oder total besorgt darum ist, dass ich es nie wieder sehen werde und nie wieder bekommen werde. Und das macht mich dann traurig und einfach, weil das so viele Gefühle in mir hervorruft, hasse ich Limited Editions. Weil wenn es richtig gut ist, dann bekommt man es einfach nie wieder. Und was soll denn das? Der dritte Punkt auf meiner Hassliste ist, dass ich es hasse, wenn ich ein Video drehen möchte und richtig Lust habe und alles vorbereite, und dann auf einmal will ich nicht mehr. Und das ist so blöd, das passiert so oft, dass ich denke, ja geil, jetzt drehe ich ein Video. Und dann mache ich alles. Und dann letztendlich habe ich keine Lust mehr, wenn ich vor der Kamera sitze. Ich glaube, ich drehe jetzt ein Video.
Hallo ihr... Hey ho Leute, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock. Scheiße. Meistens mache ich es dann so, dass ich eine Stunde warte und dann versuche ich es nochmal und dann klappt es meistens auch mit der Motivation. Aber manchmal ist es auch wirklich hoffnungslos. Außerdem hasse ich es, die richtige Leseposition zu finden. Oh mein Gott, das habt ihr bestimmt auch das Problem. Ich lese meistens in meinem Bett, also im Liegen, Sitzen, was auch immer. Aber es ist so schwer, die richtige Position zu finden. Und deswegen liebe ich mein Kindle auch so, weil man in jeder Position einfach irgendwie gut lesen kann. Und wenn man ein richtiges Buch in der Hand hat, dann ist es oft so, dass eine Seite total hell ist und auf die andere Seite kommt das Licht nicht und dann ist es zu dunkel zum Lesen und dann dreht man sich und dann liegt man irgendwie so, dann schläft der Arm ein und dann... Was soll das? Warum? So Leute, das war's mit meiner Hassliste für den April. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr eine Bewertung da lassen und ihr könnt euch außerdem auf die nächsten Videos freuen, denn ich werde auf jeden Fall die Find the Word Challenge machen und ich werde demnächst noch eine Verlosung machen, denn ihr seid schon wieder ganz schön viele geworden und das finde ich absolut cool und deswegen möchte ich euch gerne was zurückgeben. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder am Freitag, das hoffentlich dann pünktlich kommt. Auf Wiedersehen, ciao. Ich hasse mal. Limited Editions sind eine coole Sache, weil es ist. Wer kommt denn jetzt schon wieder nach unten? Wer wagt es, nach unten zu kommen?